Das Kreuz mit dem Kreuz. Zu diesem Thema lud das Team des Revital Asbach in seine Seminarräume. Wie aktuell dieses Thema wirklich ist, zeigte die große Anzahl der Besucher, die trotz sommerlicher Temperaturen und interessanter Fußballspiele den Saal über den letzten Platz hinaus füllten. Revital Asbach möchte Aufmerksamkeit in die Bevölkerung bringen, in die Betriebe bringen. Wir versuchen durch eine Vortragsserie, die sich über eine gewisse Zeit, 2 Jahre erstrecken wird, zu bestimmten Themen namhafte Referenten ins Haus zu bringen und so den Betrieben zum Nachdenken anregen, ob nicht die betriebliche Gesundheitsförderung doch ein Produkt wäre, das für die einzelnen Betriebe einen Sinn macht. Einerseits die Aufklärungsarbeit, auf der anderen Seite auch die präventiven Maßnahmen, die sich hier vor Ort anbieten kann. Wie darf man sich die vorstellen? Ja, das heutige Thema, das Kreuz mit dem Kreuz. Der Referent Dr. Gmeine ist ein Facharzt für Wirbelsäulenchirurgie, Spezialist in dieser Berufsgruppe in Oberösterreich, arbeitet im Diakonissenkrankenhaus in Linz. Er wird uns die Endkette dieser Wirbelsäulenerkrankungen, Veränderungen zeigen. Ich möchte dann den Spagat schaffen zur Prävention, zur Vorbeugung, damit es gar nicht zu diesen schwerwiegenden Eingriffen kommen kann. Begleitend zum Vortrag bietet das Revital Asbach eine spezielle Aktion. Ja, wir versuchen natürlich hier systematisiertes Heranbringen von Themen, von Bewegungen mit hereinbringen. Wir lehnen uns hier an ein EFQM-Qualitätsmanagement-Modell an, dass wir eine Bestandsaufnahme machen, also mal nachschauen, wo ist die Situation der Person wirbelsäulenbezogen zu sehen. Wir erstellen dann einen Ratschlag, wie könnte es weitergehen, dann gibt es Hausaufgaben, es sollte sich regelmäßig geübt werden, dann bieten wir einen Recheck an, der dann letztlich in einem weiteren Programm für das weitere Üben münden wird. Herr Dr. Gmeiner, das Kreuz mit dem Kreuz, die letzte Konsequenz ist die Chirurgie. Die werden Sie hier in diesem Vortrag heute vorstellen. Ja, ich werde also heute vor allem im Vortrag ganz allgemein auf Wirbelsäulenproblematik eingehen, die ja wirklich Volkskrankheit Nummer 1 ist, die einfach jeden interessiert, und da geht es also nicht primär um spezifisch chirurgische Aspekte, sondern es geht einfach um allgemeine Punkte, wie können wir dem Wirbelsäulenleiden vorbeugen, was gibt es für Möglichkeiten, um eben diese Bandscheibenschäden eben hintanzuhalten. Wir leben einfach in einer Zivilisation, wo wir zunehmend unter Bewegungsmangel leiden. Und das ist eines der großen Kernprobleme, die wir heute in der Medizin haben. So gesehen ist die Chirurgie wirklich, wie Sie schon sagen, der letzte Schritt in der ganzen Therapie dieser ganzen Leiden. Unterstützung erhält die Aktion zur Gesundheitsvorsorge für Unternehmen, unter anderem von der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Herr Magister Berra, warum unterstützt die Wirtschaftskammer diese Vorträge? Zum einen ist es natürlich der Wirtschaft auch ein großes Anliegen, dass die Mitarbeiter in den Unternehmungen gesund sind, gesund bleiben, nicht leiden durch die Arbeit und durch die Verrichtung ihrer Tätigkeiten am Arbeitsplatz, dass die Arbeitsplätze ergonomisch gestaltet sind. Und zum Zweiten ist es vielleicht auch nicht ganz uneigennützig, denn wenn die Mitarbeiter gesund bleiben, an Leib und Seele und gerne ihre Arbeit verrichten, kommt es letzten Endes auch dem Unternehmen zugute und letzten Endes auch der gesamten Wirtschaft in der Region in Oberösterreich. Ob jung oder alt, das Kreuz mit dem Kreuz. Davon können viele Besucher aus eigener Erfahrung berichten. Ich bin hier auf Reha, und was ich da ganz toll finde, ist, dass man wirklich jeden Tag mit einem Physiotherapeuten arbeitet und die Muskeln kräftigt, und ich hoffe, dass ich spüre schon, dass mir schon besser geht, und ich nehme mir ganz fest vor, dass ich da jetzt weiter trainieren werde und üben werde und regelmäßig Gymnastik mache, um eben wieder Sport betreiben zu können und wieder ganz fit zu werden. Vorbeugen ist besser als heilen. Das war die Kernaussage der Vorträge. Dafür bietet das Revital Asbach eine große Vielfalt an Präventivmaßnahmen für Sie als Privatperson und auch für Unternehmen, denen die Gesundheitsvorsorge für ihre Mitarbeiter ein besonderes Anliegen ist. Modernes Gesundheitsmanagement, dafür braucht es nur ein wenig Eigenverantwortung
und man sollte die Gelegenheit zur Prävention rechtzeitig nutzen. Nicht erst, wenn das Kreuz mit dem Kreuz die Lebensqualität beeinträchtigt.